Ganz herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Gloria, am Mikrofon der Vikar Martin Rohrer. Es freut mich sehr, dass ich verbunden darf sein mit dem Vikar Thomas Huber. Er tut zu uns von Deutschland her reden, und zwar über ein sehr schönes Thema: Apostel Christi, die Wahrheit siegt. Grüß Gott, Thomas Huber. Grüß Gott. Ja, lieber Thomas, kannst du dich kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen? Thomas Huber ist mein Name, ich bin Vikar in der Seelsorgeeinheit Villingen, also Villingen-Schwenningen. Da gibt es ja eben zwei Teile dieser Stadt, und das eine ist Villingen, das gehört zum Erzbistum Freiburg. Und dort ist eine große Seelsorgeeinheit mit mehreren Gemeinden. Ich bin jetzt seit letzter Woche Montag hier Vikar. Das ist meine zweite Vikarstelle. Zuerst war ich in Engen im Hegau tätig, die ersten 3 Jahre meines Priestertums, und jetzt bin ich an meiner zweiten Vikarstelle für die nächsten 2 Jahre hier in Villingen. Seit 2009 bin ich Priester, bin 38 Jahre alt, ja, habe vorher schon einen Beruf gehabt, bin auch Ingenieur für Nachrichtentechnik. Ja, zu meinem Werdegang. Ja, mich hat immer Technik früher fasziniert, deswegen bin ich Ingenieur geworden, und irgendwann kam ich dann mal zur Überzeugung, dass doch der Glaube das Faszinierendste ist, für was es im Leben gibt. Ja, und möchte mit ihm jetzt auch ein bisschen auf Entdeckungsreise gehen, was der Glaube uns wieder auch Faszinierendes bietet, um es wieder zu entdecken. Soweit mal zu meiner Vorstellung. Ja, vielen Dank, Thomas. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, was du uns über dieses Thema sagen möchtest. Apostel Christi, die Wahrheit siegt, darf ich dich bitten. Beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ich habe mit Absicht jetzt mit dem Kreuzzeichen begonnen, weil der Heilige Geist ja derjenige ist, der den Glauben in unseren Herzen bildet. Und so möchte ich bei euch einsteigen, und zwar: Apostel Christi, die Wahrheit siegt. Der Glaube, der sich ja in den Herzen der Apostel gebildet hat, nach der Auferstehung Jesu, nach Pfingsten, nach Christi Himmelfahrt. Diesen Glauben, den haben die Apostel ja weitergegeben. Der wurde der Kirche anvertraut. Dieser Glaube war der Glaube der Kirche. Und dieser Glaube wurde dann über die Jahrhunderte weitergegeben. Für diesen Glauben haben die Apostel selber ihr Leben hingegeben. Und viele sind ihnen nachgefolgt. Dieser Glaube hat einen sehr tiefen Wert und eine sehr tiefe Erkenntnis, die der Heilige Geist den Menschen damals geschenkt hat. Und jetzt will ich einfach mal darauf raus, dass wir uns mit dem Glauben der ersten Christen beschäftigen, dem Glauben der Urkirche. Wir wollen also schauen, warum haben die Menschen damals denn geglaubt? Warum haben die ersten Christen geglaubt? Was für einen Glauben haben die Apostel gepredigt? Was ist also der Glaube? Glaube, lateinisch fides, heißt Treue. Da steckt das Wort Treue drin. Und die Treue, die enthält eigentlich eine Hingabe des Lebens für den Glauben. Dass wir wirklich unser ganzes Leben dem Glauben schenken, unser ganzes Leben mit dem Glauben verbinden. Und wenn wir dieses Wort Treue haben, Treue, Hingabe, dann merken wir schon, dass der Glaube also nicht ein Gefühl nur ist. Ja, einfach ein religiöses Gefühl, das einfach noch so zum Leben dazukommt. Nein, der Glaube ist wirklich mit Hingabe verbunden, ist in sich Hingabe. Hingabe an Jesus Christus, wir geben uns ihm hin, also Treue zu Jesus Christus. Und somit wird der Glaube auch Antwort, also als Antwort des Menschen auf die Offenbarung Gottes, die ja erfolgt ist. Gott hat sich im Alten Testament offenbart. Und durch Jesus Christus hat der Glaube diesen Charakter bekommen, dass wir jetzt wirklich ganz und gar vollkommen mit ganzer Treue und Hingabe antworten können. Jesus Christus hat sich deswegen als Mensch gezeigt. Er hat eine Lehre offenbart, die er ja selber ist. Er ist das Wort. Und der Glaube ist eben die Antwort des Menschen auf diese Lehre. Der Mensch sagt also: Ich glaube an die Heilige Schrift, und deswegen gebe ich mein Leben für dieses lebendige Wort, für Jesus Christus. Ich bin ihm treu, ich lebe also ganz mit ihm verbunden. Ganz mit ihm verbunden.
Ich lebe sozusagen mit ihm zusammen. Dieses Wort Einwohnen, von dem ja Jesus spricht im Johannesevangelium, heißt ja, Jesus wohnt in uns. Das heißt, er lebt mit uns zusammen. Das ist ein Zusammenleben, dass man wirklich ganz mit ihm zusammenlebt. Und wir sehen ja an den Gaben, von denen wir ja lesen im Evangelium und in der Apostelgeschichte vor allem, die die Urkirche hatte, dass sie wirklich mit Gott ganz zusammengelebt haben. Dass Gott in den Menschen gewohnt hat, in den ersten Christen. Und deswegen gab es ja auch so viele Wunder, aber dass es ein Zusammenwohnen ist. Und das Evangelium sagt klar, Jesus von Nazareth ist Mensch und er ist der Messias, den die Propheten angekündigt haben. Er ist der Messias Gottes. Und das wurde in den Herzen der ersten Christen wirklich aufgebaut. Vor allem in den Herzen der Apostel. Das war die Lehre, die die Kirche dann weitergegeben hat. So, möchte ich noch ein paar Worte jetzt anschließen zu den Propheten. Im Alten Testament hat Gott durch die Propheten über seinen Sohn gesprochen. Er hat alles gesagt, was er vorhatte. Und die Kirche hat dann anerkannt, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, weil er der Mann ist, den die Propheten angekündigt haben. Das hat die Kirche eben festgestellt. Die Propheten haben gesagt, Jesus wird Mensch sein. Sohn, Menschensohn. Und er ist Sohn Gottes geworden. Menschensohn. Die Kirche sagt eben, die Propheten haben wirklich über den Messias gesprochen, weil die Taten Jesu genau die gewesen sind, die die Propheten angekündigt haben. So ist es ja auch mit den Schriftgelehrten gewesen, zum Beispiel die drei Weisen sagen, wir haben den Stern gesehen, wir sahen den Stern, steckt ja auch mehr drin. Wir haben wirklich jetzt den Stern gesehen und wir wussten Bescheid. Wir wussten jetzt Bescheid, wir sahen den Stern. Das ist dieser König. Also es hat sich jetzt erfüllt, die Zeit ist erfüllt. Dieses Schriftwort ist schon wahr geworden. Und was die Propheten über Jesus erzählt haben, ist in sich, wenn man tiefer hineingeschaut, ja genau das Geheimnis von Ostern. Das Leiden Christi, sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Der Prophet Jesaja, mehrere Jahrhunderte, ungefähr 700 vor Christus, erzählt nicht nur von den Ereignissen, die sich ereignet haben mit Jesus, sondern er beschreibt auch ganz und gar, wie es Jesus ging. Seine Gefühle, die Jesus haben werde, sein Leiden und auch die Gebete, wie es ihm wirklich ging, auch in seinem Leben am Kreuz. Also sehr innig beschreibt er Jesus. Ich möchte gerade mal das vierte Lied vom Gottesknecht vorlesen. Und sehen wir eben in der ganzen christlichen Spiritualität, wie dieses vierte Gottesknechtlied wirklich mit Jesus zusammenhängt. Gut, ich lese mal vor, Jesaja 52. Seht, mein Knecht hat erfolgt, er wird groß sein und hoch erhaben. Viele haben sich über ihn entsetzt, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch. Seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. Jetzt aber setzt er viele Völker in Staunen, Könige müssen vor ihm verstummen. Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nie. Was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Wer hat unserer Kunde geglaubt? Der Arm des Herrn, wem wurde er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, so dass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet, wir schätzten ihn nicht. Und jetzt kommt eben das Entscheidende. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe. Jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm tat, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer, so tat er auch er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft, doch wen kümmerte sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Verbrechen seines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Ruchlosen gab man ihm sein Grab, bei den Verbrechern seine Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war.
Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht. Er rettete den, der sein Leben als Sühnopfer hingab. Er wird Nachkommen sehen und lange leben. Der Plan des Herrn wird durch ihn gelingen. Nachdem er so vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm seinen Anteil unter den Großen und mit den Mächtigen teilt er die Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Denn er trug die Sünden von vielen und trat für die Schuldigen ein. Die Verheißung des Glücks im neuen Zion. So wissen wir, dass sich das wirklich erfüllt hat, was die Propheten angekündigt haben. Was die Propheten eben über Jesus erzählt haben, ist eben dieses Geheimnis, wie ich es schon mal gesagt habe, von Ostern, vom Leiden und von der Auferstehung, wie es auch hier im vierten Gottesknechtslied zur Sprache kam. Und jetzt ist es so, dass Gott ja den Menschen diesen Glauben anbietet. Jesus Christus zwingt sich keine Menschen auf. Der Mensch ist frei. Und Gott ist deswegen das Geheimnis der Liebe. Und die Liebe ist ja der Grund für die Freiheit, dass wir eben gerufen sind, eingeladen sind, Gott zu lieben, wie wir uns entscheiden sollen. Nehmen wir diese Offenbarung an, dass Gott wirklich mit uns zusammen wohnt oder nicht. Und so möchte ich mal den Apostel Johannes erwähnen. Also im Johannesevangelium, der Anfang, der zeigt gerade, dass Gott die Liebe ist. Ich lese gerade mal vor. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben, das verkünden wir. Das Wort des Lebens. Denn das Leben wurde offenbart und wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbart wurde. Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Wir haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben dies, damit unsere Freude vollkommen ist. Also, die Apostel haben die Kirche gegründet und der Kirche sozusagen die ganze Offenbarung Gottes geschenkt, die sie in ihren Herzen verstanden haben. Sie haben sozusagen Jesus ganz mit seinem Wort, mit seiner Lehre der Kirche weitergegeben. Alles, was er eben getan hat. Aber eben wichtig ist die Liebe, die in seinem Wort steckt. Er zwingt sein Wort keinem auf, aber er möchte, dass wenn wir sein Heil, seine Rettung annehmen wollen, dass wir uns für ihn entscheiden, dass wir wirklich ganz mit ihm zusammenleben. Gut, dann können wir schon mal ein bisschen Musik einspielen, würde ich sagen, und gehen dann in unserer Betrachtung weiter. Vielen Dank, Thomas Huber. Wir wollen ein Stück der Mutter Gottes hören, Ave Maria, weil sie die Frau gewesen ist, die Christus angenommen hat im Glauben an Gott und eben auch diesen leidenden Gottesknecht angenommen hat, indem sie ihm gefolgt ist, Christus besonders das Kreuz. So wollen wir miteinander betrachten dieses Ave Maria hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, Frau Di Gloria, wir sind verbunden mit dem Thomas Huber in Deutschland. Er erzählt uns etwas über das Thema Apostel Christi. Die Wahrheit siegt. Wir haben gerade jetzt auch das Ave Maria gehört, weil er auch vorher schon geredet über das Thema der Glaube. Der Glauben an die Wahrheit durch Christus uns schenken tut. Und so möchten wir jetzt auch weiterfahren und uns auch versuchen, immer mehr, vor allem jetzt in dem Jahr vom Glauben zu stärken, dass wir auch gläubige Menschen sind und auf dem Weg von Christus vorangehen dürfen. Ja, Thomas, dann darf ich dich bitten, weiterzufahren. Ja, also ein Punkt ist derjenige, das, was ich immer denke, heute denkt man ja auch, ja, die Kirche ist vielleicht manchmal ein bisschen müde geworden, diesen richtigen Glauben auch zu verstehen, da wirklich ja auch hinterher zu sein, dass man immer ganz, wirklich diesen ganz klaren Glauben lebt. Ich meine, der Papst sagt ja selber, Europa ist müde geworden. Ja, man möchte vielleicht zum Teil noch wieder ein bisschen einfacher oft sehen. Da bestärkt mich immer das eine, dass die Apostel ja selber, als sie noch mit Jesus zusammengelebt haben, oft auch gar nicht verstanden haben. Also, was sie ja denn später verstanden haben.
Sie haben noch nicht diesen tiefen Glauben gehabt, den sie denn später bekommen haben. Zum Beispiel könnte man mal aus Johannes 14,8 vorlesen. Philippus sagte zu Jesus: Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Dann antwortete Jesus: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich immer noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Und da gibt es eben viele Stellen, wo Jesus sagt, habt ihr denn immer noch nichts verstanden? Habt ihr wirklich noch gar nichts verstanden? Und dieses, was mich eben dann ermutigt, ist, dass dieser Glaube der Apostel nach der Auferstehung Jesu eigentlich nicht mehr dieser Glaube war, den sie eben zur Zeit, als Jesus mit ihnen zusammen war, hatten. Sie hatten diesen Glauben nicht mehr, der hat sich ganz verändert gehabt. Sie haben wirklich einen Riesensprung des Glaubens gemacht nach seiner Auferstehung. Der war wirklich groß und das ist eben das Zeichen, dass der Heilige Geist am Pfingsten wirklich gewirkt hat. Er hat, wie ich eingangs erwähnt habe, in den Herzen diesen richtigen Glauben, diesen also nicht mehr schwachen Glauben gebildet, diesen ganz starken Glauben gebildet, der eben nicht mehr der war, wie er vorher war, zur Zeit Jesu, sondern ein anderer. Also, sie haben dann erkannt nach der Auferstehung, dieser Mann ist wirklich Gott. Also er zeigt uns nichts anderes als den Vater und haben also das nach Christi Himmelfahrt verstanden. Johannes 13,33, da sagte Jesus: Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch, ihr werdet mich suchen. Und ich sage euch jetzt, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Also Jesus bereitet sich darauf vor, er ist Sohn Gottes, er hat nichts anderes getan, als den Vater ihnen zu zeigen, und sie sollen eben glauben, dass er jetzt wirklich dieses Reich Gottes gründen möchte. Matthäus sagte Jesus an einer Stelle im Matthäus-Evangelium, wo es heißt, 28,16, die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatten, und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel, da trat Jesus auf und sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und so ist denn die Predigt der Apostel erfolgt. Die Apostel gaben immer das Zeugnis des Osterereignisses. Sie haben verkündet, Jesus Christus von Nazareth hat gelitten, ist gestorben und ist auferstanden. Und so war die Predigt der Apostel immer ein Beispiel aus der Apostelgeschichte. Die Pfingstpredigt des Petrus. Israeliten, hört diese Worte: Jesus, der Nazoräer, den Gott vor euch beglaubigt hat, durch machtvolle Taten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Also alles, was die Propheten gesagt haben, hat sich erfüllt. Die Apostel haben die Taten Jesu also auch ganz mit seiner Sendung immer verbunden. Sie haben seine Sendung in die Taten Jesu sozusagen hineingebracht und haben den Menschen gezeigt, dass er die Sendung hat, die Menschen zu retten. Durch seine Taten, die er getan hat, wollte er zeigen, er ist der Retter, er ist dieser Messias, dieser Jesus Christus. Und dieser Glaube hat sich denn in den Herzen aller Menschen gebildet. Er ist der Gott, der wirklich retten kann. Und so kommen wir zur Bedeutung des Wortes Jesus. Jesus heißt ja, es kommt aus dem Hebräischen, heißt Jeshua oder Joshua, und es heißt Gott rettet. Je heißt Gott und Shua retten. Das ist ein hebräisches Wort,
Gott, der rettet. Und Christus, das ist ein griechisches Wort, heißt der Gesalbte. Und Messias kommt auch aus dem Hebräischen von dem Wort Salben. Maschach heißt auch der Gesalbte. Also der Gesalbte ist derjenige, der von Gott die Kraft empfangen hat, uns, die Menschen, zu retten. Er ist gesalbt, geweiht vom Herrn. So können wir auch zurückgehen zur Verkündigung, wo der Erzengel Gabriel Maria verkündet hat, dass Jesus wirklich der Christus ist. Er ist der Gesalbte, der Geweihte vom Herrn, damit er alle Menschen retten konnte. Um aber die Menschen zu retten, ist die Beseitigung der Sünde nötig. Und dies ist nur durch Sühne möglich. Die Person, welche die Sünde beseitigen soll, muss also zwei Aspekte haben. Sie soll Sohn Gottes sein, da die Kraft Gottes nötig ist, um die Sünde zu beseitigen. Und sie muss Mensch sein, da die Sünde ja zum Menschen gehört. Das ist ja ein Problem des Menschen. Somit ist Jesus Christus Gott und Mensch. Er hat die Kraft, uns zu retten, wenn wir mit ihm zusammen den Weg hier auf Erden gehen. Das heißt, wenn wir sein Wort befolgen. Wenn wir sein Wort befolgen, wohnt er in uns und vollzieht an uns nach und nach während unseres Lebens diese Erlösung, dass wir frei werden von allen Anhänglichkeiten an das, was eben nichts mit dem Evangelium zu tun hat, sprich an die Sünde, und somit unsere wahre Identität verwirklichen, unsere Identität als Kinder Gottes. Und wenn wir mit ihm durchs Leben gehen, wenn wir sein Wort in die Tat umsetzen, dann entsteht in unseren Herzen wirklich die Sicherheit des Glaubens. Die Sicherheit, dass Jesus Christus wirklich unser Herr ist, unser Retter, dass er der Messias Gottes eben ist und dass wir auf sein Wiederkommen letztendlich warten. Dieser Einschub im Vaterunser, ich weiß es nicht ganz genau wissenschaftlich, wie alt der jetzt ist, dass wir sagen, erlöse uns, allmächtiger Vater, von allem Bösen, gib Frieden in unseren Tagen, komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Das zeigt eben diese Erwartung, die ja seit der Urkirche da ist. Jesus Christus wird wiederkommen. Entweder am Ende der Zeit oder eben am Ende unseres Lebens. Wir sind ständig in dieser Erwartungshaltung und leben deswegen diesen Glauben an ihn, dass er wirklich derjenige ist, der uns rettet. Dieser Jeshua, dieser Gesalbte Gottes, der uns eben retten kann. Was ich eben damit sagen will, ist, dass wir nicht noch auf den weiteren Messias warten. Wir gehören zu dieser Generation der Naherwartung. Das heißt nicht, dass jetzt Jesus heute oder morgen kommt. Das heißt nicht, aber wir warten nicht mehr auf einen anderen Messias. Also die Offenbarung ist abgeschlossen. Wir sind diese Generation, die jetzt auf das Wiederkommen Christi wartet. Die Generation eben vor Jesus Christus hat auf diesen Messias gewartet. Aber wir sind die Generation, die jetzt direkt auf sein Wiederkommen wartet. Also entweder am Ende der Zeit oder am Ende unseres Lebens. Das kommt eben in diesem Einschub im Vaterunser-Gebet während der Heiligen Messe eben so gut auch zur Geltung. Dann möchte ich noch was sagen zum Wohnen Gottes in uns. Es ist eigentlich ein starkes Wort, dieses Wohnen. Wohnen bedeutet, er lebt am gleichen Ort, er lebt mit uns zusammen. Es ist ein Austausch von Gottes Leben, das er uns schenkt, und wir schenken ihm eben unser Leben. Und dieses Leben schenken, er uns die Rettung schenkt, sein Leben, das er für uns hingegeben hat. Und wir schenken uns ganz mit all unserem Sein immer ihm, indem wir sein Wort befolgen, auch unser tägliches Kreuz tragen. Das ist ein Austausch. Und somit schließt es auch in inneren Austausch ein, dass wir auch unsere Gedanken mit ihm teilen, unsere Liebe mit ihm teilen, dass wir eine innige, persönliche Beziehung auch mit Jesus haben. Und in dieser innigen, persönlichen Beziehung mit ihm, da ist das göttliche Leben enthalten. Also eine Gnade in diesem Sinn. Das fließt sozusagen zwischen uns und Jesus. Das haben die ersten Christen erfahren. An diesem Glauben haben sie festgehalten. Von diesem Glauben waren sie fasziniert, dass es eben auch diese Massenbewegungen gab. Da wird jetzt auch klar, dass jetzt eben die Weitergabe des Glaubens mehr ist als Katechese und Predigt. Ich
spreche jetzt hier in diesem Referat, wo ich jetzt eben so netterweise eingeladen bin. Es ist für mich auch eine große Ehre, hier bei Radio Gloria zu sprechen. Aber wenn der Heilige Geist jetzt nicht auch in den Hörern wirkt, wovon ich überzeugt bin, ja, dann könnten eigentlich meine Worte nichts auslösen. Der Heilige Geist ist immer derjenige, der erklärt, der da ist, der in den Herzen die Worte erklärt, diese armen Worte, die ich jetzt spreche, der diese Worte jetzt lebendig macht. Und ohne den Heiligen Geist kann die Kirche nicht wirken. Deswegen braucht die Kirche auch ständig Gebet. Die Ordensleute beten, die Priester beten, das Stundengebet. Gebet der Kirche, das Stundengebet ist zum Beispiel, gehört zur Liturgie der Kirche. Liturgie heißt, das ist eine Aktion der Kirche. Also es gibt Gebete in der Kirche, die zur Liturgie gehören, die eine Aktion sind der ganzen Kirche, damit der Heilige Geist immer, immer wirkt. Dass man Gott bittet, dass er wirkt, dass er die Worte, die gepredigt werden, weitergibt. Und so beten viele Christen, damit der Glaube in den Herzen Fuß fasst. Es ist auch natürlich nötig, dass die Christen alle treu sind. Wenn es treue Christen gibt, die treu auch den Willen Gottes Tag für Tag tun, dann trägt dieser Samen, dieses Samenkorn, das in den Menschen Frucht bringt, auch bei anderen Menschen Frucht. Das heißt ja, das Blut der Märtyrer ist der Samen für neue Christen. Es ist aber nicht nur auf die Märtyrer bezogen. Alle Menschen, die das Kreuz tragen, den Willen Gottes Tag für Tag tun, die tragen dazu bei, dass das Samenkorn des Wortes Gottes auch in die Herzen der anderen Menschen eindringt. Das heißt also, zusammengefasst, es reicht nicht nur die Predigt aus. Wir brauchen auch das Gebet, das Treue, die Treue des Lebens aller einzelnen Christen, damit dieses Wort Gottes wirklich in die Menschen eindringen kann, damit es wirklich eingepflanzt werden kann in die Herzen und dort Frucht bringt. Also es ist ein tiefes Wirken. Deswegen kann man auch die Probleme der Kirche nicht allein durch organisatorische Maßnahmen lösen, sondern man braucht wirklich Gebet und das andere ist nur unterstützend. Man braucht wirklich Gebet, um die Kirche immer fruchtbar zu machen, weil Gott im Menschen wohnen will. Und das lässt sich nicht nur allein durch Worte verwirklichen, durch Worte der Predigt. Ich wiederhole noch ein bisschen. Also nach der Auferstehung hat der Heilige Geist in den Herzen der Apostel den wahren Glauben gebildet. Und dieser Glaube, der vom Heiligen Geist stammt, ist der Glaube, der eben in der Kirche weitergegeben ist. Es ist eben nicht der Glaube, den sie vorher an Jesus hatten. Dieser Glaube bestand nach der Auferstehung nicht mehr. Der wurde wirklich erneuert durch den Heiligen Geist. Er kam direkt vom Heiligen Geist zu den Aposteln und von den Aposteln zu uns. Die Apostel glaubten eben nicht von sich aus. Sie hatten auch während dieser Ereignisse des Todes wirklich ein Chaos in ihren Köpfen. Man kann das ja nachvollziehen, wenn man die Texte liest. Der Glaube, den der Heilige Geist ihnen gab, er wurde denn der Glaube der Kirche und davon sind sie Zeugen. Und zuerst haben sie gepredigt, dann haben sie es aufgeschrieben, weil das natürlich auch verlangt wurde, dass man auch wirklich Texte hat, die aufgeschrieben sind. Früher, als Jesus gepredigt hatte, sagte ja auch schon der römische Offizier, du bist der Sohn Gottes, der eben für seinen kranken Diener Jesus gebeten hat. Du bist der Sohn Gottes. Und da merken wir ja schon, dass anfanghaft auch dieses Wirken da war. Dieses Wirken, dass der wahre Glaube sich bildet. Der römische Hauptmann auf Kalvaria sagte, in Markus 15 steht es, als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, dass er wahrhaftig dieser Mensch war, der Sohn. Und nach der Taufe, er hat sich dann bekehrt, also hat sich dann taufen lassen, also nach der Taufe verstanden denn viele, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Ja, und das war eben diese neue Erkenntnis in der Urkirche. Können wir noch auf den Apostel Thomas zu sprechen kommen, der glaubte auch nicht. Und Jesus sagte, ich bin kein Gespenst, fasst mich wirklich an. Ich bin Gott. Mensch, Sohn Gottes. Und dann ist er eben nur auf die Knie gefallen, hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Am Pfingsten gab der Heilige Geist den Apostel die 7 Gaben des Heiligen Geistes, also die Kraft und das Verständnis auch der Heiligen Schrift. Und dann begannen sie zu predigen. Und die Kirche sagt, Jesus ist der Herr, er ist der Christus, er ist wirklich der Herr.
Interessant ist ja auch bei Stephanus, der auch sein Leben hingegeben hat, immer ja gleich sein Gedenktag nach Weihnachten. Er sagt auch, als er in die Knie sank, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Er ist wirklich der Herr, der Sohn Gottes. Ist immer wieder ein bisschen zu entdecken, auch in den Texten. So, ich würde sagen, da könnte man nochmal Musik einspielen und dann werde ich dann auch zum Schluss kommen. Ganz herzlichen Dank, Thomas, und wir werden jetzt noch ein paar Takte Musik hören. Ich habe das Lied ausgewählt, Komm, heile uns. Denn du hast ja auch erzählt über Christus, der uns Menschen eben erlösen will. Er ist der Heiland, der Retter. Wollen wir uns auch freuen, wenn wir dieses Lied hören, dass eben Christus derjenige ist, der uns Menschen dieses Heil, diese Rettung geschenkt hat und immer von neuem schenken will. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Gloria, wir sind im Gespräch mit dem Vikar Thomas Huber aus Deutschland und sollte ich dich noch bitten, Thomas, dass du uns noch zum Schluss ein paar Gedanken sagen tust. Ich möchte eben abschließen, weil wir so viel gehört haben, dass Jesus jetzt der Messias ist, möchte ich noch darauf hinweisen oder ein paar Worte darüber sagen, wie Jesus denn ist. Was ist sein Charakter? Wie ist sein Charakter? Was ist sozusagen charakteristisch für ihn? Er sagt von sich selber, ich bin demütig und sanftmütig. Er ist demütig und sanftmütig von Herzen. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also das ist charakteristisch von ihm, dass er demütig ist, liebevoll, sanftmütig. Und der heilige Paulus sagt im Philipperbrief, im Hymnus Kapitel 2, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er hat sich von allem entäußert. Er war demütig, war gehorsam bis zum Tod. Also ist er ein Diener geworden, der gehorcht. Das ist seine Identität, wie er ist. Er ist Diener und er hat immer seinem Vater gehorcht. Demütig, sanftmütig, barmherzig. So hat er gehorcht. Und so, in dieser barmherzigen, demütigen Haltung, hat er ganz und gar seinem Vater gehorcht, dass er wirklich alle Schwachheiten des Menschen auf sich genommen hat. Und so ist er würdig geworden. So ist er wirklich der Mittler geworden zwischen uns und seinem Vater, also hoher Priester. Und so sehen wir, dass sein Kleid, mit dem er sich bekleidet, das ihm zeigt, wie er ist, dass dieses Kleid die Demut geworden ist. Also genau im Gegensatz dem Kleid, wie man ja theologisch sagt, also in der Tradition sagt man, dass die Äußerlichkeit von Satan ist der Stolz, das Kleid von Satan ist der Stolz. Und er hat genau den Gegensatz angezogen, hat sich mit Demut bekleidet. Und Christus will, dass wir auch dieses Kleid anziehen, der Demut. So sind die Heiligen mir Christus nachgefolgt, in Demut. Beispielsweise Pater Pio, er hat auch ganz seinen Oberen gehorcht, der Kirche gehorcht, auch als er vielleicht auch unrechtmäßig angeklagt wurde, als er unrechtmäßig ihm Sachen angehängt wurden. Er hat gehorcht, hat gesagt, es soll geprüft werden, und war dann so lange immer, immer gehorsam. Auch als Menschen schlecht über ihn gesprochen haben, die es ihm sehr schwierig gemacht haben in seinem Leben. Und er hat immer, immer, immer gehorcht. Und durch seine Demut ist er jetzt auch erhöht worden. Und Jesus sagt, ihr sollt von mir lernen. Ich bin demütig und sanftmütig. So bin ich. Das ist das typische Zeichen meiner Identität, die Demut. Und die Demut ist ja die Quelle seiner Barmherzigkeit, denn durch die Demut konnte er uns erlösen, also sich ganz für uns hingeben. Er hat durch die Demut wirklich ganz den Willen des Vaters getan. Und somit ist er die Barmherzigkeit in sich, aber Barmherzigkeit nicht so, dass er alles durchgehen lässt, sondern dass er sagt, ich habe ein Herz für euch, barmherzig, also steckt ja auch das Wort Herz und Arm drin. Er hat ein Herz mit den Armen, mit denen, denen etwas fehlt. Also, oder lateinisch Misericordia steckt ja das Wort Cor drin, Herz, und Miseria, also praktisch der Arme, Miserus. Also das heißt, er hat ein Herz mit dem, der in der Misere ist. Ja, also mit den Armen, die, denen das fehlt. Er hat ein Herz mit den Armen, Kranken, mit den Sündern, vor allem mit den Sündern, denen ja Gott fehlt. Und er sagt, ihr könnt es, ihr schafft es,
mit meiner Kraft schafft ihr das. Da könnt ihr euer Leben ändern. Habt Vertrauen, ich helfe euch. Ich habe alle Güter von Gott, damit ihr von eurer Sünde auch loskommen könnt, damit ihr euer Leben ändern könnt. Und somit ist ja die Barmherzigkeit in sich, ist die Quelle der Verzeihung. Und am Kreuz hat er genau das getan, seine Identität gezeigt, verwirklicht. Und dann möchte ich noch ganz zum Schluss sagen, dass Jesus wirklich für uns gekommen ist. Ja, er ist für uns gekommen. Und immer wenn ich das Magnificat bete, meine Seele preist die Größe des Herrn, der Vesper, da kommt ja eben dieses Satz vor, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Immer wenn ich diesen Satz bete, da weiß ich, die Mutter Gottes sagt auch, Jesus ist mein Retter. Das hat sie gesagt, du bist mein Retter. Wenn die Mutter Gottes schon sagt, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, dann wissen wir, dass sie ihre Heiligkeit, ihre besondere Erwählung wirklich auch von Jesus, ihrem Sohn, ihrem Retter empfangen hat. Also Jesus kam in diesem Sinn auch für die Mutter Gottes. Ja, er ist der Sohn, der retten kann. Und wenn er für die Mutter Gottes kam, die ja unsere Mutter ist, also ist es ja wieder ein Beweis, er kam wirklich für uns. Und er ist unser Herr, unser König. Er ist für uns gekommen. Und er hat den Menschen den Auftrag gegeben, mit ihm jetzt auch gegen das Böse anzugehen, indem er selber anfangen, uns zu bessern, einen guten Weg zu gehen, Frieden zu bringen, mit Demut für Jesus Christus einzustehen, nicht mit Gewalt oder mit Waffen oder sonst was, mit Demut und die Demut ist, so wie es der Pater Pio mal gesagt hat, Wahrheit. Er hat gesagt, die Wahrheit ist Demut. Diese zwei Worte hängen zusammen. Also können wir uns natürlich auch ein Beispiel an unserem Papst nehmen, der auch mit einer großen Demut versucht, das Wort Gottes zu verkündigen. Und die Demut führt zum Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Dieser Gehorsam gegenüber Gottes Wort lässt Jesus Christus in uns wohnen. Und wenn er in unserem Herzen wohnt, dann ist kein Platz mehr oder immer weniger Platz für das, was gegen sein Wort steht. Und somit haben die Heiligen auch immer eine Atmosphäre des Guten geschaffen. Sie haben in ihrem eigenen Herzen angefangen und sich dann schließlich für die anderen Menschen geheiligt. Und so gezeigt, Jesus ist wirklich für uns Menschen gekommen. Und wir an die Demut glauben wir an die Liebe. Wenn wir an die Liebe glauben, glauben wir eben an Gott, die Liebe, die siegt immer. Und Apostel heißt ja, aus dem Griechischen kommt es aus, von Apostello, von Senden. Die Liebe sendet. Sie will das weitergeben, was sie selber auch ist, was sie selber immer wieder auch empfängt. Die Liebe möchte das weitergeben. Und somit sind wir alle in diesem Sinn nicht wie die Apostel, wie die Bischöfe, aber wir haben alle einen Sendungsauftrag, diese Liebe Gottes weiterzugeben. Und wenn wir diesen Auftrag im Leben mit Demut auch wahrnehmen, mit Demut Gottes Wort jeden Tag befolgen, dann wissen wir, dann haben wir in unserem Herzen die Gewissheit, dass die Wahrheit unbesiegbar ist, denn die Wahrheit ist Jesus Christus und er hat entschieden, die Welt nach seinem Wort auch auszurichten und die Welt zu retten. So können wir ihm folgen und uns keine Sorgen machen, denn er wird für uns sorgen und ihn bitten, dass er uns auch immer wieder einen tiefen Glauben schenkt, wenn wir uns Sorgen machen, wenn wir uns in Zweifeln auch kommen, dass wir dann immer wieder neu an ihm festhalten. Denn er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das heißt, er hat uns wirklich die Perspektive gegeben, dass seine Wahrheit letztendlich siegt. Gut, soweit mit meinem Vortrag. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, lieber Thomas, dass du uns diese Gedanken mit auf den Weg gegeben hast. Und vielleicht kannst du jetzt uns am Schluss noch deinen priesterlichen Segen auch spenden. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. So segne euch der allmächtige Gott. Er schenke euch Freude und den Reichtum seiner Gaben. Seine Wahrheit führe euch und seine Kraft geleite euch zum Glück des ewigen Lebens. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Dir alles Gute, lieber Thomas, und vielen Dank, dass du Zeit genommen hast für uns hier in der Schweiz. Und vielleicht bis ein anderes Mal. Wiederhören, Thomas.